Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Wir sind hier in Silberhain, haben Dyneos bestattet in der letzten Folge, hatten eigentlich ihm eine schöne Zeit beschert. Um dann irgendwie zu erfahren hier, dass das alles nur eine Illusion ist, die alle tot sind, alle, die hier sind, weil die über 4 Jahre, glaube ich, nichts gegessen haben oder so. Und jetzt auf einmal hier so trostlos tot und alles ist. Hier hatten wir ein Wildpferd. Und dann der Junge auch noch gestorben ist. Kann ich hier überhaupt irgendwo rein? Ich kann hier nirgendwo rein, ne? Kann ich die Händler und so weiter hier irgendwie finden, die hier waren? Man kann nirgendwo rein. Benötigt einen Schlüssel. Okay, hier wird es wahrscheinlich irgendwen geben, der einen Schlüssel hat. Ich will mir das alles mal ansehen. Hier kann ich nicht rein. Eine der Leichen wird wohl wahrscheinlich einen Schlüssel haben. Oder im Sack. Weizen brauche ich nicht. Die Leiter kann ich nicht hochgehen. Boah, ich wünschte, ich hätte das vorher alles erkundet. Als er noch lebendig war. Aber ja, es war halt nur eine Illusion. Kann ich hier rein? Auch nicht. Benötigt einen Schlüssel. Gibt's hier jemanden mit einem Schlüssel? Boah, das ist aber echt traurig. Das arme Kind eigentlich. Nur weil er so geboren wurde. Wurde er fertig gemacht? So, gibt's hier oben was? Groschenbeutel. Irgendjemand, der hier oben ist? Automatisch gespeichert. Alter Vagabundenhandschuh, Menschenfleisch, menschliches Herz. Sonst gibt es hier niemanden, oder? Vielleicht die Stadtwache, die hier am Tor war? Boah, mir tut hier echt alles leid. Der Junge vor allem. Und dann auch noch die Menschen wollten auch noch den Jungen umbringen. Wegen seinem Aussehen. Haben den Vater abgestochen. Hier gibt es noch Datteln und den Feuerschutztrank. Die Münzen habe ich ja schon mitgenommen. Spät haben wir es. 2 Uhr abends. Okay, ab hier ist der Filter. Hat sich geändert. Aber ich glaube, ich hab einen Frosch im Hals oder so.
Entschuldigung. Ändert sich das jetzt, wenn ich dahin gehe? Hat sich abrupt geändert. Jo. Jetzt wurde es wieder so düster. Und ab da vorne wieder so Sonnenstrahlen. Aber ich kann den Jungen nachvollziehen. Ich an seiner Stelle hätte. Kann das auf je also ich kann ihn auf jeden Fall nachvollziehen. So, er wollte nur, dass man mit ihm spielt, dass man ihn mag und so weiter. Und er wurde einfach dafür gehasst, wie er geboren wurde, wofür er nichts konnte. Das können wir verkaufen. Geht das Tor jetzt zu? Gibt es hier jemanden noch? Zumindest eine Leiche? Groschen? Oh, hoppla, muss ich so? Damit ihr mein Gesicht besser seht. Wo ist denn der Wachmann, der hier war? Benötigt einen Schlüssel. Ich glaube, die waren alle hauptsächlich in der Hütte, also in ihren Hütten, das abgeschlossen, die abgeschlossen sind. So, und was ist das da? Alt Jogosch entdeckt. Da ist eine Eispranke. Handwerkspunkte könnt ihr dazu einsetzen, Fertigkeit zu steigern, die nur indirekt das Kampfgeschehen beeinflussen. Alchemie, Verzauberung, Fingerfertigkeit, Handwerkskunst, Schloss. Okay. Ich glaube, hier werden wir Probleme kriegen mit irgendwelchen Kreaturen. Oder mit Banditen. Ordenshüter. Was hat die denn da für eine Rüstung? Pyrrhisch! Alles pyrrhisch. Sorry, dass du jetzt nackig bist, aber ich wollte deine Rüstung. Ich glaube, da sind Spinnen drin, ne? Einzelteile, ich glaube, die brauchen wir noch. Okay, hier geht's auf. Sternlingshelm brauchen wir nicht mehr. Und wir sind wieder draußen.
So, noch einer mit einer Pürierschnurrüstung. So, Rundpfeile nehme ich jetzt. Handschuhe? Warte mal, ich habe jetzt von den Pyreern die Handschuhe, Rüstung, Stiefel. Handschuhe, Rüstung, Stiefel, okay. Warte mal, dann gehen wir erstmal dahin. Autsch. Naru? So. Das nehmen wir mit. Eterna-Helm. Ah, okay. Sind wir diesmal hier rum? Gerade das Ziegenfleisch nehmen wir auch mal mit. Bananenschnaps. Warum haben die alle pyreische Rüstung? Moment, ich rutsche mit dem Stuhl gerade runter. So. Sorry. Was gibt's denn hier sonst noch alles? Stahlschwert. Ist das ein Schmugglerversteck? Definitiv, oder? Tomaten. Hier gibt's Eier. Sternlings Kriegsaxt, die nehme ich mal mit. Leersalze. Chemikon Frostklauen, Wolfsblut, Wohltat. Datteln. Ach komm. Ah ne, das ist ein Zutat, okay. Da ist noch eine. Noch mehr Ordenshüter, die hier einfach getötet wurden. Autsch. Okay, einmal kurz verstecken. Damit ich mein Leben auch aufladen kann. Der sucht mich jetzt bestimmt. Nerimesischer Wissenschaftler. So, wir gönnen uns mal ein Dach und die Eispranken. Vielleicht einmal ganz kurz speichern. Und kurz warten, bis ich meine Gesundheit wieder aufgeladen habe.
mal eine Säge. Noch eine Säge. Was hat er vor? Was ist das denn? Das Leben des Vorgern, Wisperzunge, Band 1. Genesungstrank. Leeres Pergament. Krankheitsheiltrank. Pyreische Handschuh. Wegestreuen Harnisch. Toter Schürfer. Ich würde die Statue gerne mitnehmen und bei mir zu Hause platzieren. So. Statue. Die nehmen wir mit. Set des Spertenlesers nehme ich mit. Das ist eine coole Maske. Groschen, Krustenbrot, Krustenbrot. Nomadenkleidung. Schuhe. Stab des Frostbolzens. Wegestreuen Handschuh der Regeneration. Schwert beschwören, Totenfunke. Und ein zerstörtes Buch. Mann! Aufmachen! Hier. Nein! Das war so knapp. Dann so vielleicht. Ja. Können wir verkaufen? Gibt es hier noch mehr? Hier ist noch eine massive Truhe versteckt. Laute, Stahlpfeile, Zauberbuch, magischer Schild. Tod entdecken. Ich habe aber trotzdem immer noch Fragen bezüglich der Sternlinge, der Eterna und so. Der Pyrea, das waren ja... Ich höre hier irgendwas. Aber ich glaube, mehr gibt es hier nicht, außer vielleicht hier unten noch ein paar tote Schürfer. Gab es da auf der Seite noch irgendwie einen Gang? Nö. Okay, das war's dann hier. Hatten wir das hier schon? Ja. Das hier hatten wir noch nicht. So, aber ich bin gleich wieder da. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Sorry für die Unterbrechung. Aber wir gehen dann mal hier raus. Dann haben wir uns das hier auch schon mal angesehen. Und einen neremesischen Wissenschaftler hier aus dem Verkehr gezogen. Ach, können wir auch so rumlaufen. Hier kommt ja nichts mehr auf uns.
So, zur Pulverwüste. Okay. Boah, ich liebe aber diese Musik. Ich habe mich jetzt aber voll erschrocken. Ich dachte jetzt, was kommt jetzt? Was will uns hier angreifen? Ich dachte, es ist jetzt gleich vorbei. Warte mal, haben wir? Wir haben nichts. Okay, ich dachte, wir hätten wieder einen Erinnerungspunkt. Zumindest hatte ich es gehofft. Aber wir machen uns jetzt auf den Weg zurück nach Ark. Ich will mich aber immer noch schlau machen, was es hier sonst noch für Rüstung gibt. Kann man da eigentlich rein? Oh! Alle Bände Schlechters von Ark lesen. 7 von 10. Ich weiß nicht, wie lange ich der Welt der Lebenden entflohen war. Um der Tatsache nach zu urteilen, dass ich an Kalians Hals immer noch die Abdrücke meiner Fingerkuppen befand, konnte es sich nur um wenige Minuten handeln. Wir müssen die alle mal durchlesen. Alle Teile vom Schlechter von Ark. Wenn wir die haben. Müssen wir definitiv mal lesen. Kann man da überhaupt rein? Kann man hier hoch? Nee. Was ist denn dahinter eigentlich? Und dass hier ausgerechnet ein Buch vom Schlechter vom Ark ist, habe ich jetzt nicht erwartet. Hatten wir hier eigentlich alles schon gelootet gehabt? Ah ja, stimmt, das war ja alles Deko. Kokosnüsse? Muss man die Kamera ein bisschen anders positionieren? Oder anders drehen? Warte mal. Ah, ihr seht ein bisschen was vom Hintergrund. So. Ich glaube, den habe ich aus Versehen mal verschoben gehabt. Deswegen war das so komisch immer. Talgard. Waren wir schon mal in Talgard? Nee, waren wir noch gar nicht, Talgard. Das ist Golden Forest. Hier der Bereich. Bis da hinten hin. Bauernküste. Hier, das ist Herzland. Wo Ark mit dazu gehört. Pulverwüste. Hier, wo die Grenze ist. Steilklippe, hier Königsbucht, Sonnenküste ist dann wahrscheinlich das hier alles von der Grenze. Flüsterwald und Düstertal. Flüsterwald ist aber doch eigentlich relativ klein. Und hier dann der Kristallwald.
Nordwindgebirge. Nordwindgebirge haben wir auch noch gar nicht erkundet. Noch im Grunde null. Keine Ahnung, wie die das nicht überleben konnten. Ich gehe erstmal diesen Weg. Wir wollen ja zurück nach Ark. Dann haben wir jetzt alle Steine. Und hätte es sein können, dass Lishari eventuell auch überleben hätte können? Gäbe es da eine Möglichkeit, dass wir dann diese Geschichte hier mit Lishari erlebt hätten? Und dann hier irgendwie auch etwas wäre, was sie auch stark getroffen hätte. Denn Jesper und Kalia sind ja jetzt auch stark betroffen. Und sagen wir mal so, mental jetzt nicht mehr auf ihrem Höchststand. Und das kann ich auch nachvollziehen. Beide haben schweren Schicksalsschlag hinter sich. Beziehungsweise Jesper hat einen schweren... seine Schwester jetzt verloren. Für den Stein. Und Kalia hat erfahren, dass sie das Experiment ihres Vaters war und von Toten einfach zurückgerufen und zu einem Monster wurde. Dass sie eine dunkle Seite in sich trägt. Und wir haben jetzt auch das Schicksalsschlag eines Kindes erlebt, das von der Welt für ein Monster gehalten wurde, ausgesetzt wurde. Und dann einfach die Welt sich so gemacht hatte mit Hilfe des Steins, wie er es sich das wünscht, wie ihn alle lieb haben, weil er nur geliebt werden wollte. Sorry. Also mir tun alle drei wirklich leid. Warum wird Verbindung zum Chat aufgebaut? Was ist los mit OBS? Ich bin noch nicht mal live. Ja, okay, OBS weiß, was das will. Ja, aber das waren echt drei heftige Schicksalsschläge, die wir jetzt quasi miterlebt haben. Und wir machen einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Schreitet wohl.
Schreitet wohl. Und da wären wir im Südviertel. Her. Ja, dann wollen wir eigentlich wieder hoch zum Sonnentempel. Apropos, warte mal, wir sind ja hier am Marktplatz. Schön euch zu sehen. Ihr seid nicht von hier, was? Nee, können wir Gegenstände zerlegen? So, das Schwert. Vielleicht finden wir noch irgendwie Dämonenherzen oder so und dann können wir so eine Daedra-Rüstung selber bauen. Das würde ich feiern, wenn wir so Daedra-Rüstung bauen können. Warte mal, haben wir die Bella-Statue mitgenommen? Die müsste hier sein, oder? Ja! Wir haben sie mitgenommen. Gold und Silber. Und dann da unten ein paar Saphire. Moment, düster wie die Sonne und hell wie die Nacht? Der ist ein ganz besonderer Fall, der Typ. Man erwartet viel von euch. Ich weiß. Ist mein Licht, mein Schimmer am Horizont. Oh, danke schön. Okay. Achso, es fängt an zu regnen. Ich dachte schon, hier oben wird es immer düster. Aber nee, es fängt einfach an zu regnen. Habt ihr es schon gehört? Angeblich ist eine Gesandte des Zuckerinselbundes gerade hier. Und das trotz der Kriege. Diese Kilenen haben Mut, also muss man ihn lassen. Okay. Ach so, ja, die eine da, von der goldenen Sichel. Oder für die goldene Sichel. Das heißt, wir verdanken euch die Splitter des Siegelsteins. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das einmal sagen würde, aber habt Dank dafür. Ach, kein Thema. Prophetin. Wunderkind, ich habe gehört, dass ihr eine Menge vom Schwertkampf versteht. Mich würde interessieren, was da dran ist. Ja, lass uns kämpfen. Ja, so, Merail? Geworden? Ja. Ketaron Dalgais hat einen Sohn. Das ist wirklich schrecklich. Ich wusste von Dalgais, aber seinen Sohn einfach auszusetzen, nur weil... Puh, das werde ich nie verstehen. Ich auch nicht. Aber diese Tragödie zeigt uns, dass wir recht mit unserer Theorie bezüglich der Steine hatten. Die Hohen haben sich die Angst des Jungen und die Magie des Steines zunutze gemacht. Um das Dorf zu vernichten.
warum auch immer. Das ist perfide, wirklich perfide. Ja. Zumindest haben wir jetzt alle Steine. Vollenden wir das Mosaik. Wirklich bündeln und als Gegenpol auf die Hohen lenken können. Es könnte funktionieren. Es könnte wirklich funktionieren. Jetzt bleib... Moment, was ist das? Was meint ihr? Was ist was? Etwas ist anders. Das Meer der Eventualitäten. Ich kann es nicht mehr sehen. Ihr meint, ihr könntet keine Magie mehr wirken? Was könnte das sein? Das Leuchtfeuer? Nein, glaube ich nicht. Es ist wie ein Schleier. Das ist nicht gut, wirklich nicht. Scharim, er versucht gerade die Barrieren zu errichten. Welche Barrieren? Sie riegeln die Zugänge der Stadt magisch ab, als Schutz gegen die Merimesen. Die Nordwindsteinmauern sind zwar fast undurchdringbar, aber die Tore nicht. Scharims entropische Barrieren sollen das verhindern. Geht zu ihm und findet heraus, was es mit dieser Magieblockade auf sich hat. Ich sichere das Leuchtfeuer so gut es geht. Schnell! Okay. Kann man dann aber immer noch ein- und ausspazieren? Wenn ich es doch sage, es funktioniert nicht. Ich kann nichts sehen. Aber warum? Das ergibt doch keinen Sinn. Gut beobachtet. Wir müssen mit dem Großmeister sprechen. Unverzüglich. Die können alle nichts mehr sehen, ne? Okay, Scharim suchen und rausfinden, was er alles, also was er genau für eine Blockade macht. Warum muss es eigentlich immer regnen, wenn ich hier zum Sonnentempel gehe? Man erwartet viel von euch. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Das soll doch mal einer verstehen. Und wo ist die Musik hin? Okay, der ist irgendwo hier. Ey, ich vermisse jetzt die Musik, wirklich. Der ist auch weg. Magieblockade, wenn ich sie sehe. Und solange die aktiv ist, wird das mit der Barriere nichts. Ich verstehe euren Aufruhr, aber Befehl ist Befehl. Es tut mir leid. Was geht hier vor? Der Sonne sei Dank, Arantea. Ich versuche eurer Kommandantin hier gerade zu erklären, dass diese Kopfschmerzen kein Zufall sind. Vergebens. Großmeister? Scharim hat recht. Irgendetwas geschieht hier. Wir... Was zum... Hoppala? Sie sind in der Stadt. Sie sind verflucht nochmal in der Stadt. Was? Hierher, los. Was hat das zu bedeuten? Die Nirinesen. Sie sind in der Königsbucht. Ihre Schiffe, sie waren plötzlich da. Ich verstehe das einfach nicht. Plötzlich da? Wollt ihr uns allen Ernstes erzählen, dass eine ganze Flotte in unseren Hafen gefahren ist, ohne dass es irgendjemand bemerkt hat? Natürlich. Sie haben einen Unsichtbarkeitszauber um ihre Flotte gelegt. Und die Magieblockade sollte uns daran hindern, es zu sehen. Ein guter Plan. Und dank dem überaus fähigen Militär hier auch einer, der gut aufgegangen ist. Passt auf, was ihr da sagt, Wildmagier. Kommandant, es ist egal, wie es passieren konnte. Wir müssen reagieren. Scharim, ist der Zauber für die Torbarrieren bereit? Der am Haupttor ja. Aber dank der Magieblockade konnten wir ihn nicht ausführen. Soll ich das Signal geben?
Ja, sie wollen Panik und die werden wir ihnen nicht geben. Aktiviert die Barriere, dann stoß zu uns. Soldat, ihr sagtet, die Nerimesen sind bereits in die Stadt eingedrungen. Wie weit? Bis zum Hafendistrikt, glaube ich. Sie haben das Hafentor überlaufen, bevor wir es schließen konnten. Aber Kommandant Harleyan hat sich am Tor vom niederen Viertel verschanzt. Lange wird er es aber nicht halten können. Gut, Kommandantin, positioniert eure Soldaten auf den Zinnen und haltet die Nerimesen mit Pfeilen vom Tor zum Markt fern. Und ihr, Prophetin, begleitet mich dorthin. Wir werden den niederen Distrikt befreien und das Hafentor sichern, damit Charim dort auch die Barriere platzieren kann. Dann ist zumindest das Herz der Stadt sicher. Ihr werdet kämpfen? Oh ja. Jetzt geht. Die Zeit rennt. Verstanden. Soldat, kommt mit mir zur Kaserne. Seid ihr bereit? Wie zum Heckon... ich hoffe es. Zum niederen Viertel. Mit Terlo Arantia zum Südviertel gelangen. Alter, hier brennt's. Terlo, hier lang. Kommt mit Terlo. Dum 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 dum. Alter. Das arme Kind! Die armen Kinder! Das sind zwei! Wieso sind die nackig? Ich dachte schon, von der Stadt sind jetzt welche gestorben. Lass Theola in Ruhe. Okay, zwei Wachen sind tot. Wie er rennt. Ich hoffe, den Leuten in der Unterstadt geht's gut. Es ist mir egal, was ihr denkt. Sichert das Tor, verflucht! Wachtmeister Harleyan. Wer? Großmeister Arantial? Es ist mir eine Ehre. Die Ehre ist meinerseits. Wie ist die Lage? Schlecht. Die Nerimesen sind bereits zu Dutzenden hinter diesem Tor und bringen Ramböcke in Position. Dann werden wir sie beseitigen. Wenn wir das Hafentor gesichert und die Magier es mit der Barriere versiegelt haben, ist jeder Weg in die Stadt dicht. Ihr und eure Männer hier, sind das alle? Verstärkung ist auf dem Weg, aber für den Moment, ja. Ich, vergebt mir mein Versagen, Herr. Wir hätten es kommen sehen sollen, aber es ging alles so schnell. Ich weiß. Jetzt los, wir fallen aus. Jede Sekunde, die wir warten, spielt dem Feind in die Hände. Ja. Jawohl, Herr. Gardisten? Der Großmeister zählt auf uns. Und damit auch Malphas. Macht eurem Namen Ehre. Jawohl. Los. So, Hafendistrikt von den Nerimesen befreien. Boah, ich liebe die Musik. Prophetin. Für die Freiheit der Menschen. Wo lebt... Da lebt... Wer bist du denn?
Achso. Wie viele sind die jetzt? Den da? Kommandant Silvers? So. Kann man ihn looten? Nein. Nerimesische Handschuhe? Jawohl. Sie klemmt, Wachtmeister! Was? Was soll das heißen? Könnten die Nerimesen den Schließmechanismus irgendwie sabotiert haben? Sabotiert? Ich? Natürlich, das muss es sein. Was sollen wir... Das Gitter befinden sich auf zwei Seiten der Mauer, im Inneren, richtig? Ja. Ja, Meister, das tun sie. Gut. Prophetin, wir beide werden die Kurbeln wieder in Gang setzen. Wachtmeister, ihr und eure Männer werdet so lange die Nerimesen vom Tor fernhalten. Nutzt dazu den Feuerspucker aus dem Lager. Wir werden euch das Signal zum Rückzug geben, wenn es soweit ist. Habt ihr verstanden? Jawohl. Gidon, Ulma, bringt die Kanone in Stellung. Zeigen mir diesen Bastarden, was es bedeutet, sich mit den Göttern anzulegen. Wir werden euer Signal erwarten, Großmeister Arantheal. Möge sein Licht euch leiten. Und euch. Folgt mir, Prophetin. Ja, ich warte nur auf euch. Da lang? Wo es brennt? Ach, hier lang. Das Torhaus, okay. Okay, hier wurden auch schon welche getötet. So. Es sind insgesamt zwei Kurbeln, die das Fallgatter kontrollieren. Die eine erreicht man, indem man dem Gang links folgt, die anderen durch den rechts. Wir wissen nicht, ob die Nerimesen beide Mechanismen sabotiert haben, aber ich vermute es. Übernehmt ihr also die linke Seite, ich nehme die rechte. Anschließend kehrt ihr zum Stadttor zurück, verstanden? Was, wenn die Nerimesen den Tormechanismus einfach zerstört haben? Ich bin mir sicher, dass sie das gerade versuchen, aber so schnell geht das nicht. Die Arca-Verteidigungsanlagen sind mehr als nur solide. Und vermutlich haben sie ihn bisher einfach nur blockiert. Was aber nur ein Grund mehr ist, sich zu beeilen. Los! Alles klar. Du rechts, ich links. Was ist denn Armer da? Ruhm-Großschwert, nehme ich mal mit. Die Tür ist verbarrikadiert. Ach, hier. So, Groschen. Kann ich was essen eben? Ja, kann ich. Stallbursche, der Arme. Hier unten oder da oben lang? Was? Für die Freiheit der Menschen! Was sind das denn? Da sind sie! Gidon! Mera! Ladet den Feuerspucker! Du bist mein Licht, mein Schimmer am Horizont, deine... Feuer! Was? Vielleicht einmal kurz speichern.
Wir müssen uns beeilen. Okay. Ja, wir haben ihn. Alte Maske. Habe ich schon ein komplettes Set? Ich weiß es nicht. Wachtmeister Halians Rückzug sichern. Jetzt ist nur die Frage, sind hier noch mehr von denen? Den Lauf. So. So ein bisschen was dazu verdient auf jeden Fall. Oh, Pfeile. Wer ist das? Das war's. Oh je, das sieht unschön aus. Was ist hier passiert? Wir haben das Tor gesichert, das ist passiert. Sprecht den Siegelzauber. Wie ihr befehlt. Wobei, ich sehe, wir haben Besuch. Thealo Arantheal auf dem Schlachtfeld. Ich muss sagen, das überrascht mich. Aber Menschenleben schätzt ihr scheinbar immer noch genauso wenig wie früher. Wie viele waren es damals in Kyra, Arantia? Ich habe es vergessen. Weise Worte aus dem Mund eines Kriegstreibers. So, so. Das bin ich also für euch, ja? Soweit ich mich erinnern kann, wart ihr es, der meinen letzten Verhandlungsversuch abgeschmettert hat. Und anders als ihr vielleicht glaubt, macht mir das hier genauso wenig Spaß wie euch. Deshalb noch ein letztes Mal, Arantheal. Das, was ihr eine Armee nennt, ist ein Witz. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir einen Weg in die Stadt finden. Stoppt also diesen unsinnigen Konflikt, bevor er noch blutiger wird, als er schon ist. Welch eine Rede. Und was jetzt? Sollen wir die Hände vor Begeisterung in die Luft werfen und vor euch auf die Knie gehen? Yuslan Sharin. Sehr enttäuschend, euch hier zu sehen, das muss ich sagen. Euer ganzes Leben habt ihr die Religion und ihre Auswüchse bekämpft und jetzt kämpft ihr für sie. Habt ihr auch noch etwas Interessantes zu sagen? Wenn nicht, schlage ich vor, ihr sagt, was ihr zu sagen habt und geht dann wieder zurück in euer warmes Zeltchen. Das ist mein letztes Angebot, Arantheal. Beendet eure Arbeit an dem Leuchtfeuer und niemandem wird irgendetwas passieren. Glaubt mir, die Läuterung ist das Beste für uns alle. Ist sie nicht. Und wenn ihr nur einen Funken gesunden Menschenverstand hättet, würdet ihr das sehen. War's das jetzt? Wie ihr wollt. Dann eben anders. Alma, rei die Gefangenen auf. Bis zum Einbruch der Nacht will ich sie alle auf den Kreuzen sehen. Und dann gib den Truppen das Zeichen. Jeder Indralea soll bei Sichtkontakt getötet werden. Verstanden. Was? Religion ist eine Krankheit. Und der Grund für so ziemlich alles Schlechte, was dieser Welt in den letzten Jahrtausenden widerfahren ist. Euer eigener Sohn erkannte das, Arantheal, anders als ihr.
Aber leider machte er auch einen entscheidenden Fehler. Und zwar den zu glauben, dass der Tod der Lichtgeborenen irgendetwas ändern würde. Dabei waren die im Grunde nur ein Symptom, nicht die Ursache der Krankheit selbst. Die ist nämlich die Religiosität selbst. Diese eine bestimmte Art zu denken. Ja, jetzt, warum spielt ihr jetzt mich an? Und lasst mich raten, ihr seid der Weltverbesserer, der weiß, wie alles besser geht? Ich bin nur das Gesicht von vielen. Und es gehört nicht viel dazu, zu begreifen, dass die Menschheit ohne Religion besser dran wäre. Da stimme ich zu, aber trotzdem. Menschen stellen Unvernunft über Vernunft und Dogmen über freies Denken. Sie machen sich selbst zu Marionetten. Und genau damit richten sie unsere Welt zugrunde, in jeder Hinsicht. Glaubt mir, ich hätte mir gewünscht, dass es einen anderen Weg gäbe. Aber ihr habt mir mehrfach bewiesen, dass es den nicht gibt. Die Hohen werden uns niemals erheben, solange das Geschwür der Religiosität nicht aus jedem einzelnen Kopf dieser Welt gerissen ist. Ich habe es auf friedlichem Wege versucht, aber den wollt ihr wohl nicht. Jetzt lebt mit der Alternative. Und übrigens, schön, dass ihr überlebt habt. Was nun geschieht, ist eure Schuld, Arandeal. Versucht erst gar nicht, euch selbst vom Gegenteil zu überzeugen. Nehmt das hier. Wir müssen zurück zum Tempel. Wieso habt ihr Halean und dem Gardisten nicht geholfen eigentlich? Ich denke, die Frage könnt ihr euch selbst beantworten. Ist Ark jetzt sicher? Sobald Charim und die Arkanisten das Torsiegel gesprochen haben, ist es so sicher, wie es geht, ja. Aber besprechen wir das oben. Um was zu tun? Was ist der Plan? Wir entzünden das Leuchtfeuer, so schnell wie möglich. Alles andere ist zweitrangig. Wie lange dauert die Beschwörung? Die Nerimesen haben die Angriffe eingestellt, aber es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis sich das ändert. Das stimmt. Gebt uns eine Stunde. Das sollte genügen. Eine Stunde. Gardist, wie ist die Lage in den anderen Vierteln? Sind alle Eindringlinge tot? Ja. Nerimesische Magier? Die Infiltratoren sind in die Kanalisation geflüchtet. Aber wir sind dran. Was macht die hier? Sagt der Kommandantin, dass ich alle Leichen bis zum Einbruch der Nacht beseitigt sehen will. Dasselbe gilt für die Trümmer. Von außen sind wir sicher, aber das Letzte, was wir brauchen, ist eine panische Meute. Dann bemannt die Zinnen. Ihre Arkanisten werden versuchen, das Siegel zu durchbrechen, wenn es erstmal steht. Verstanden? Verstanden. Was macht die hier? Warte mal, Teleport zum Sonnentempel. Die letzte Reise ist ein Sterberitual, bei dem der Verstorbene zu einem besonderen Ort seines Lebens gebracht wird. Beim rechten Weg, ihr seid wohl auf. Was ist mit Jorik passiert? Und warum zum Henker steht ihr hier rum wie verdammte Wachsfiguren? Jahrzehntelang war Neri im Krieg. Was? Sie hat Koareks Armee die Aufenthaltsorte unserer Aufklärungsposten an der Küste verraten. Deshalb konnten die Schiffe unbemerkt bis vor die Königsbucht gelangen. Und keine Angst, er ist nur bewusstlos. Kommandantin, schafft ihn von hier fort. Natürlich, Großmeister. Wohin? Irgendwohin, verdammt! Wir kümmern uns später um ihn. Das ist kein Fall fürs Tribunal. Sehr wohl, Großmeister. Was ist mit dem Leuchtfeuer? Und wo ist Merayi? Am Auge der Götter, mit Magistra Yaela. Es gibt irgendein Problem mit deiner Maschine, aber das sollen sie dir selbst erklären. Jetzt entschuldige mich, ganz arg ist in Panik. Die Leute werden eine Erklärung verlangen. Dann gib ihnen eine. Folgt mir, Prophetin, zum Leuchtfeuer. Es ist mir egal, verdammt nochmal, tu es einfach! Was soll er tun? Okay, das fand ich jetzt krass.
dass wir hier auf einmal eine Schlacht geführt haben. Ich muss doch sagen, hier steht kein Wort von irgendeinem Luminov. Wer ist das, Magistra Jela? Wenn ihr meint, dann müssen wir uns wohl mit der Vorstellung anfreunden, dass die Maschine in absehbarer Zeit nicht leuchten wird. Was soll das heißen? Wir haben die Steine. Großmeister! Ja, das stimmt. Wir haben die Steine und sie geben dem Leuchtfeuer auch die Energie, die es braucht, so wie wir es vermutet haben. Aber dieser Kristall da in der Mitte des Kreuzes, das ist der Kern der Maschine, der Numinos. Und? Der Numinos ist leer, Großmeister. Deswegen ist er so dunkel. Wenn wir das Leuchtfeuer jetzt entzünden würden, würde seine Energie vollkommen ziellos freigesetzt werden, mit verheerenden Konsequenzen. Eine Explosion, um das Kind beim Namen zu nennen. Und zwar eine gewaltige. Also heißt das, wir haben die ganze Zeit an einem riesigen Pulverfass gearbeitet? Nein, das Leuchtfeuer kann die Hohen bannen. Je mehr wir lernen, desto sicherer sind wir uns. Aber es braucht eben ein Ziel, eine Art Fokus. Und wenn wir es ohne den entfachen, dann... Naja, dann wird es ungemütlich. Und das merken wir jetzt? Leider können wir beim Bau pyräischer Maschinen auf keinen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Also ja, wir merken es jetzt. Das heißt, ohne diesen Numinos ist das Leuchtfeuer sozusagen nutzlos. So sieht es aus, ja. Es tut mir sehr leid, Großmeister. Wir hätten es kommen sehen sollen, das heißt, wirklich. Wir müssen diesen Numinos finden, und zwar so schnell wie möglich. Ja. Und bevor ihr fragt, nein, wir wissen noch nicht, was genau dieser Numinos ist, geschweige denn, wo wir unsere Suche danach beginnen sollen. Aber wir werden einen Weg finden. Gebt uns eine Woche, vielleicht zwei, dann haben wir Ergebnisse. Ich versichere es euch. Dann los. Prophetin, ruht euch so lange aus. Wer weiß, wie oft euch noch die Möglichkeit dazu bleiben wird. Herrje, was für ein Chaos. Kann ich bei der Suche nach diesem Numinos irgendwie helfen? Was zum Henker, war das mit Siegelsmeister Bata? Die Drohesse sagt, er habe uns an die Nerimesen verraten. Ja, das hat er. Und das, obwohl er einer der engsten Vertrauten des Großmeisters war. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Weiß man denn wenigstens, warum er es getan hat? Man kann nur spekulieren. Aber dass er das Verhalten des Großmeisters gegenüber den Nerimesen für leichtsinnig hält, war ja kein Geheimnis. Er scheint einfach nicht zu verstehen, dass das Leuchtfeuer die einzige Chance ist, die wir haben. Kann ich bei der Suche nach diesen Numinos irgendwie helfen? Vermutlich könnt ihr das, ja. Aber für den Moment bleibt uns nichts anderes übrig, als die Schriften aus Alt-Dutulgrad zum 100. Mal zu lesen und zu hoffen, dass wir irgendetwas übersehen haben. Das heißt, alles, was wir jetzt tun können, ist nach diesem Numinos zu suchen. Ja, ich schätze schon. Ihr solltet euch ausruhen. Mir wurde gesagt, welche Rolle ihr bei der Sicherung des Tors gespielt habt. Wir rufen euch dann, sobald wir eure Hilfe benötigen. Unser aller Rettung Teil 3. Optional Jorek Batas Verhör beiwohnen, in den Quartieren des Tempels rasten. Ja, ich würde aber sagen, nach dieser Schlacht sehen wir uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.